Hallo, guten Tag Leute. Heute das Mach Tirschik, alte Rezept. Deutsch, ich weiß nicht, wie heißt der Name. Warte mal. Aubergine oder Gemüse, Tof, sagt man Deutsch. So. Merhaba, iyi günler. Bugün memleket havası yapacağız. Tirschik yapacağız. Hanım birazdan malzemeleri gösterecek. Schatz, unsere Sachen zeigen bitte jetzt. Gut. Hallo, guten Tag nochmal. So, ich habe so Rinde, Fleisch, ich habe für Gulasch einkaufen, halbe Kilo, 100 Gramm Rinderfett, so, warte mal, Moment, Entschuldigung, 3 Aubergine, halbe Kilo, 300 Gramm Tomaten, so, 5 Tomaten, ja, 5 Tomaten, ja, 300 Gramm, 200 Gramm Paprika, 2, 3, 5 Stück Knoblauch, 3 groß, 2 klein. Ja, 5 Stück so ungefähr. Und Öl, Salz. Ich mache heute Reis auch, Bulgur mit zusammenessen. Beste schmeckt gut. So, merhaba arkadaşlar. İzleyicilerimiz için bugün annemin evde yaptığı güveci yapmak istiyorum. Yani güveç diyorum, söylüyorum. Tırşık. So. Yarım kilo patlıcan, 300 gram domates, 200 gram biber, 4-5 diş sarımsak, yarım kilo et. 100 gram dana yağı, kuyruk burada olmadığı için bunu kullanmak zorundayız. 1 bardak bulgur, salz. Entschuldigung, eine Glas Reis, so, ich sage uns. Eine Glas, mehr nicht, ja. So, jetzt, ich bin fangen, kochen. So, Schätzelein. Ja. Dann grüße ich euch auch ganz, ganz herzlich zu unserem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr hattet die letzten Tage eine schöne Zeit. Genau, heute wird es ein typisch türkisches, richtig altes Gericht geben. So wie es auch meine Schwiegermama gemacht hat. Und da kommen auch gar keine Gewürze rein, da kommt nur Salz rein. Richtig. Genau. Und wie das gemacht wird, das zeigt euch der Mehmet jetzt. Genau. Ja. Ich habe Öl, bisschen paar Knoblauch, Rinderfett und Fleisch habe ich erstmal pack. Mhm. Schatz, die sollte so lassen geht. Kein Problem. Das wird auch typisch mit diesen Zutaten hier gemacht, ja? Mit diesem Gemüse hier? Mhm. Oder kommt da eigentlich noch was anderes rein? Nee, das war's. So, schneiden. Mhm. Mit Kerben? Ja, alles so. Das kommt so rein? Ja. Okay. Dieses Gericht gab es immer wann? Zu welcher Jahreszeit? Mehr im Winter Schatz, oder? Nee, immer so meistens, Schatz. Sommer, okay. Ja. Die Paprika, das kommt das in meinen Garten. Mhm. Aubergine und Tomate nicht. Weil die Zeit ist vorbei. Ja, richtig. Natürlich. So. So, ich bin Schäl. Mhm. Ja, kann mal Kartoffelschäle mitnehmen, auch geht. So. Warum schält man die immer nur so ein bisschen? Ja, kann man schälen, kann man nicht. Vorher kein Schälen, einfach so schneiden, fertig. Aber warum macht man da jetzt nur so ein bisschen rein? Ja, so ein bisschen ab, meine ich. Bisschen so schön aus, so denke ich. Optik. Ja, Optik. Ah, okay. Aber ich schneide nicht. Einfach. Okay. So schneiden möchtest. Nur grob gewürfelt. Schneiden. Das Ganze. Ja, wer sich jetzt von euch wundert, dass hier nicht mehr so viele Videos am Stück kommen, das liegt ganz einfach daran, erstens, wie wir eben die Zeit haben und zweitens haben wir eben auch festgestellt, dass es viele von euch gerne hätten, also hätten, dass nicht eins nach dem anderen kommt. Ich hab's so koch, so schneide, mhm. Meine Mutter. Okay. So, ohne Brettchen, ne? Ja, so. Ja, Mutter heilt jetzt aber. Ja. Das stimmt. Aber was machst du? Kochen gar nicht. Aber so ist das Leben. Richtig. Ja, ich wollte noch mal kurz noch mal weiterreden. Und zwar
haben sich ja einige gewundert, oder wundern sich einige von euch, dass jetzt nicht mehr so viele Videos am Stück kommen. Das liegt ganz einfach auch daran, weil eben einige von euch das auch so gerne hätten, dass wir nicht so viele Videos hintereinander produzieren, weil eben ihr das nicht so schnell nachgucken könnt. Und deswegen gucken wir, ob wir das Ganze jetzt auf zweimal die Woche, ein bis zweimal die Woche beschränken. Wenn ihr natürlich möchtet, dass mehr Videos kommen, dann lasst das einfach in den Kommentaren uns wissen. Tomaten auch so schnell, ich hab's gefunden. Mhm. Einfach Würfel, groß, klein. Einfach ganz grob schneiden. Ja, Backvideo kann ich leider momentan nicht machen, meine Küchenmaschine hat den Geist aufgegeben. Gestern. Leider. Eine schöne Küchenmaschine. Habe ich Küchenmaschine heute gesehen? Ja. So, ich die Sachen zeige. Wobei hier ein bisschen Salz. So. Ich muss ein bisschen dein Brettchen ein bisschen da machen. So. Besser. Kann man das nämlich besser sehen. Vielleicht Aubergine. Wie heißt? Bitter. Ah, ja. Deswegen macht man Salz dran. Wenn man jetzt, also wenn die jetzt bitter sein sollte, dann durch das Salz. Bisschen Wasser. Durch das Salz geht das Bittere dann weg. Ja, richtig, Schatz. Ah, okay. Ja, natürlich. Schön. Einmal umrühren. Mhm. Ich möchte vielleicht schon so richtig weich bleiben. Das ist noch ein bisschen gefroren, ne? Ja, bisschen Eis drin bleibt. So. Mhm. Die Aubergine bleibt so ein bisschen. Mhm. Mach ich schnell. Dein Reis. Wie der Reis funktioniert, da haben wir auch schon ein Video zu gemacht. Ja. Das ist eigentlich immer immer die gleiche Basis, ne, von dem Reis. Ja, das ist immer gleich. Aber trotzdem Leute das sehen, das sind andere, genau. Reis. Andere Form, andere Sachen, so, anderer Schmeck, so. Das ist trotzdem. Gerne sein. Şimdi, etimizi yağımızı kavuruyoruz. Şu an pilav yapmak istiyorum. Pilav yapacağım. Et çoklu olduğu için biraz çözülmemişti. Az bir şeyi vardı. Biraz su koydum. Pişsin. Kırışık için devam edeceğiz. Tomatenpasta rausmachen, Schatz. Ja, hast du gesehen, was? Für Tirschik Tomatenpasta auch gebraucht. Bisschen. Eine kleine, so. Ja, ist das Tirschik? Tirschik. 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 Tomatenpasta auch. Das ist so alle Rezept gleich mit meiner Frau. Schreiben. Genau, das kommt wieder alles in die Infobox rein. Ja. Da findet ihr dann das Rezept. Wie viel Gramm ihr von jeder Zutat benötigt. Die Reis kochen, lernen, ich habe das meine, das sind alte Kollegen, alte, das Koch, meine Heimat, jetzt leider Storm. So, Mohammed und mich, ich gehe mit dir. So, dieser immer das Koch, das ist unsere Generation, anders kochen. Das ist Braten, erstmal Reis und dann nach der Wasser kippen. Aber dieser Mann, erstmal Öl, so heiß macht, dann Wasser, so. Ah. Ja, so Wasser und. Ach, das ist doch eine andere Form. Ja, so. Jetzt so, das ist ein anderer toter Kollege. So, dass ich auch, das ist gute Essen kochen. Richtig schön essen. Zwei Glas Wasser. Die auch richtig gute kochen. Das, normalerweise wird das angebraten. Ja, unsere Generation so machen. Aber alte Generation, die ich die Mann kenne, alte das Mann. Okay. Wie gesagt, ich bin allein gearbeitet, die Mann meine Heimatarbeit, Restaurant. Und deine Mama hat das auch so mit Wasser gemacht. Ja, Mama auch. Alte Tradition, die. Das ist richtig alte Tradition, ja, und das andere ist mehr das Moderne. Das ist Moderne. Okay. Das ist anders. Das wusste ich auch nicht. Das soll ich jetzt die neue, moderne Sachen mit meinem Chef Mustafa lernen. Kochchef. Wie mit Mustafa lernen. Okay. Also ich habe 8 Jahre mit Mustafa lernen, mit zusammenarbeiten. Früher habe ich auch arbeiten, anderer Koch, das ist aber mit Mustafa habe ich noch mehr lernen. Okay. A la carte, Ofen, Pizza, Lahmacun, Kaltsalat mit Yunus lernen,
mit Ali warm kochen, mit Mustafa Chef oder so, mit warm kochen immer. Aber das ist schön, wirklich. Das ist die Salzspaß. So, jetzt kocht er Wasser. Salz. Eineinhalb Teelöffel, Schatz. Eineinhalb Teelöffel? Ja. Oder Esslöffel? Ja, eineinhalb Teelöffel, Schatz. Das war noch mehr, oder? Ja, mach zwei Löffel Scheiben. Zwei Teelöffel Scheiben. Ja, trotzdem ja. Probieren. Genau. Besser. Ja. So, zwei Glas Wasser. Mhm. Ein Glas. Reis. Reis, richtig. Ich so gucken. Einmal umdrehen, zweimal, dreimal. So, alles sagt aber mir, alles Chef. So, das ist okay, gut. Ein Glas Bulgur und zwei Gläser Wasser. Ja, du, meine Ali Mustafa sagt, so, Salam Aleikum für beiden. Grüß dich. So, einmal umdrehen und dann zack, bisschen Reis essen und dann fertig. Deckel zum Beispiel gesagt. Immer so machen. So lernen, so machen weiter. Reis fertig. Und ein bisschen kochen, Wasser geht weg. Dann geht weiter. Mhm. Dann gucken wir mal, Türschik, was noch? Guck mal, was dein Türschik gemacht hat. Fleischbrunnen, richtig. Türschik ördig. Wie dauert richtig, Schatz? Ja, ist normal, ne? Beim Kochen, dass der Dampf entsteht. Fleisch kann man ein bisschen weniger machen, auch geht. Ja, aber ein bisschen Fleisch mit. Aber ohne Fleisch geht nicht. Also gut, wenn man geht Fleisch nicht. Ohne Fleisch auch geht. Das kannst du ohne Fleisch machen, das ist auch schmeckt. Oder man macht Fleischersatz rein, wenn man kein Fleisch mag. Manche Fleisch macht nicht so kein Die Essen. Vegetarier unter euch oder Veganer wissen ja, wie man dann diese Fleischersatzprodukte zubereitet. Die könnt ihr dann dementsprechend natürlich auch benutzen. Schneiden wir zu, dann immer mit Fleisch kochen. Ja, ohne Fleisch auch kochen. Klar. Natürlich, in der Türkei gibt es ja auch Vegetarier. Reisstücke, ich habe zwei noch. Langsamer kochen, besten. Perfekt. Gut. Das kommt jetzt hier wo rein? Hier? Die hier. Ah, Tasche. Okay. Ja, Tomaten ein bisschen einkochen, Tomaten. Aber die schmecken. Wirklich? Ja, ich habe Türkenladen gekauft. Schmecken gut. 1,59 € Kilo direkt. Sehr schön. Die andere nur 1,90 €. Mhm. Also alle teuer geworden, natürlich. Ja. Sehr schön. Jetzt so gerade. Das Wasser muss weg sein, ne? Ja. Ich habe die Wasser, ein bisschen habe ich meinen Reis drin aufpassen, dass ein bisschen Aroma besser schmeckt. Also von dem Wasser, was praktisch jetzt hier von diesem Fleischwasser. Da hat Mehmet jetzt noch ein bisschen in den Topf reingemacht, wo der Reis drin ist. Das gibt noch mal ein bisschen Aroma. Ja. Etimi sie schon gesagt, Jürgen. Etimi sie in das Frühjahr gebracht. Frühjahr nur wieder Pilava gebracht. Schon gesagt, ne? Et, werk, Jürgen, ne? So, ein Löffel Tomatenpasta habe ich gesagt. So. Ein Esslöffel? Ja, Esslöffel. Und immer schön anbraten, die Tomaten mag. Tomate, da haben wir sie gesehen, Esschen kauriert. Sehr wichtig. Das gibt einerseits gutes Aroma, wenn das Tomatenmark angebraten wird. Und andererseits lässt sich das einfach vom Magen besser verarbeiten oder verdauen. So, der kannst du gleich packen. Mhm. Wie hat deine Mama das früher gekocht? Auf offenem Feuer bestimmt, ne? Ja, mit Holz. Draußen? Ja, hab ich auch. Ich auch. Cool. Das ist Vogelöhrchen. So, was ist denn so da? Hallo? Wieder zu Wasser.
bisschen so, dass das Fleisch ein bisschen bedeckt ist, ja? Ja. Okay. Sollte auch nicht zu viel Wasser drin sein, oder? Nein, sonst wird das zu dünn, ne? Ja. So, Schatz. So, reicht's. Oh, dass das gut, dass es eben bedeckt ist. Ja, das Fleisch. Jetzt so. Aber wieder waschen. Ach, du wäschst das Salz ab? Ja. Okay. Komm, bei dir schon. Drückst du das Wasser raus? Ja. Mhm. Ja, die schrumpft ja noch ein bisschen zusammen. Ja, so. Ne? So, Schatz. Biberlerimizi attık, patlıcanlarımızı da suyunu sıktık, bıraktık onları da içine. Şimdi bunu kenara bir bırakayım şöyle, bağlayalım. Bir daha karıştıralım. Aber ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie einfach doch die wirklich die türkische Küche ist. Ja, ich meine, man kocht immer mit so viel Zutaten. Klar, wir haben auch tolle Gewürze, die gibt es auf der Welt. Ich habe keinen Salzbacher, das sind Aubergine 100% salzig. Ja. Und die Salz reicht. So. Okay. Das ist meine. Das ist das Einzige, was da jetzt reinkommt. Kein Pfeffer rein, kein irgendwie Paprika-Gewürz. Da kommt einfach nur. Ja, Pfeffer, ich bin. Salz rein. Ja, Salz reicht so. Kein Gewürzmenschen, so ich bin. Ne, ich meine, das ist ja traditionell auch so, ne? Ja. Das ist schon faszinierend. Wirklich. Die Europäer, die leben ja wirklich mit den Gewürzen. Ist so. Man gewöhnt sich da eben auch dran. Richtig. So, und das Ganze muss jetzt erst wie lange kochen? Bis. 20 und eine halbe Stunde, so ungefähr. 20 Minuten bis halbe Stunde. Ja, okay. Dann lassen wir das jetzt 20 bis 30 Minuten einmal köcheln. Ja. Mit geschlossenem Deckel. Der Reis, ich weiß nicht, ist der schon fertig? Nein, noch nicht. Nicht? Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Reis fertig, Schatz. Der Stück auch fertig. Das Ganze hat jetzt ungefähr, ja, so 20 Minuten hat es jetzt geköchelt. Das geht wirklich ratzfatz. Das ist auch ein schnelles Gericht. Kann man sicherlich auch einen Tag vorkochen oder kann man auch am nächsten Tag noch von essen. Richtig. Ne? Genau, das Ganze wird jetzt angerichtet und dann sehen wir uns gleich wieder. Fertig, mein Schatz. So, das ist dann das fertige Gericht. Hier haben wir Türschik. 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 Und einmal Bulgurreis traditionell gekocht. Beides sind alte, traditionelle Rezepte. Genau, ihr schmeckt ruhig hier diesen Eintopf, ich sag jetzt mal Eintopf, schmeckt das ruhig zwischendurch mal ab und guckt, ob genug Salz dran ist. Also macht das nach eurem Geschmack natürlich, wie viel Salz ihr mögt. Das kann man immer ganz, ganz schlecht in Grammzahlen sagen, sag ich mal. Also eine halbe Esslöffel packen, ein bisschen reicht. Ich reiß die Rezepte. So, meine Lieben, ich habe so Türschik fertig, das machen. So aus, mit Soße. Mit Reis, beste Kombination, kann man mit Wasser oder Eiern, mit Brot essen auch geht, aber braucht man diese auch dann wie weißen. Dazu könnte man auch noch Joghurt vielleicht essen? Klar, das Joghurt auch kann man essen. Okay. So, izleyicilerimiz için bugün Türşik yaptık, Anadolu yemeği bu, etli etsiz olabilir, yanında bulgur pilav yaptık, bu şekil, sunuma, isterseniz ayran, su içebilirsiniz. Evde yapmak isteyenler için tarifi, afiyet şeker olsun. So, das sind welche Hause nach der Koch. So, das ist guter Hunger. Dankeschön für ganzen Leute, unser Video abonnieren, gucken, Danke schreiben, schöne Kommentare schreiben. Für alle Leute, ich bin dankbar. Herkese teşekkür ederiz buradan. Videolarımızı izledikleri için, beğendikleri için, abone oldukları için de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. So, bitte meine Liebe. Ja, auch ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich begrüße auch ganz, ganz lieb die neuen Abonnenten, die jetzt das erste Mal vielleicht zugucken. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, über jeden tollen Kommentar. Das macht auch wirklich Spaß für euch zu kochen und dann auch das Feedback zu sehen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das motiviert uns immer wieder. Wie gesagt, es wird jetzt so ein bis zweimal die Woche ein Video kommen, Backvideo.
vorerst nicht. Ich brauche erst eine neue Küchenmaschine. Die andere ist mir leider wirklich kaputt gegangen. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Das ist wirklich sehr lecker. Ich habe es eben auch probiert. Das ist auch, trotzdem Fleisch drin ist, eine leichte Kost. Also es ist nicht, das liegt nicht schwer im Magen. Das kann man auch gut mal abends essen. Zum Abendbrot, auch wenn es jetzt kälter wird draußen. Genau, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.